Oh shit, es ist Pokémon Clicker-Zeit wieder. Hi und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von den Pokémons Clickers. Und in diesem Part würde ich sagen, wundern wir uns warum. Ach ja, Abra ist nicht das stärkste Pokémon, weil es noch nicht auf Level 30 ist. Selbstverständlich! Ansonsten ist das stärkste. Oh, und ich sehe hier oben bei den Pokémon, ob ich sie gefangen habe. Da sehe ich dann immer so ein Pokémon daneben. Das Abra ist. Ja, das Kadabra ist schwächer. Das Kadabra ist überhaupt nicht schwächer. Das Kadabra ist auch fucking stark. Okay. Wisst ihr was? Dieses Spiel orientiert sich ziemlich gut an der ersten Generation der echten Pokémon-Spiele. Wenn auch nicht grafisch, aber vom Gameplay her. Das bedeutet, die Psycho-Pokémon sind einfach viel stärker als alle anderen. Das ist eine Sache, die der Wahrheit entspricht, denn damals gab es den Spezialwert, das war gleichzeitig Spezialangriff und Spezialverteidigung, was ein Pokémon wie Simsala oder Kadabra mit einem enorm hohen Spezialangriff die Möglichkeit gegeben hat, gleichzeitig noch eine verfickt hohe Spezialverteilung zu haben, was ziemlich gut ist. Zusätzlich hatte Psycho keine Schwächen. Das heißt, Geist sollte eigentlich eine Schwäche sein, aber irgendwie gibt es in der ersten Generation bei den normalen Spielen einen Bug, welcher bewirkt, dass Geist keine Wirkung auf Psycho hat, was also oder so keinen Unterschied machen würde, weil es gibt keine guten Geistergriffe der ersten Generation. Und natürlich hat er noch Käfer als Schwäche. Hm, Mann, da gibt es ja viele starke Käfer-Pokémon in der ersten Generation. Psycho war ziemlich OP, deswegen war auch Mewtwo so fucking stark. Oh, mein Pidgeotto wurde zu dem Pidgeot. Yes! Oh, wir haben ja alles besiegt. Ich sollte mal weitergehen. Ich glaube, in der Arena werde ich verkacken, oder? Das ist Victory Bell. Victory Bell, du wirst bedient. Ich würde dich gerne fangen, wenn ich das könnte. Ja, wir werden versagen. Sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren. Was, wenn ich zum Beispiel nach Route 24 gehen würde? Nee, Route 24 ist immer noch... Oh, hier waren wir noch gar nicht. Route 24 ist immer noch nichts für mich. Mir fällt auch gerade auf, dass ich wieder fucking viele Dungeon Tokens habe. Falls ihr euch übrigens wundert, wovon ich rede, hättet ihr vielleicht mal den ersten Part sehen sollen. Dann würdet ihr jetzt nicht ganz so dümmlich dastehen. Okay, klären wir noch diese Route hier. Und dann werden wir den Dungeon aufsuchen. Es gibt doch in der einen Stadt da oben einen Dungeon. Welche Stadt auch immer das ist, ich weiß es nicht mehr. Bin mit Kanto nicht so vertraut. Kanto ist arschlangweilig. Da gibt's nichts. Nur grüne Wiesen und zwei, drei Höhlen. Ist fucking langweilig. Und ein Versuchslabor unten in der Inselregion. Das ist seltsam. Da wurden Pokémänner geklont. So, und ich sehe schon, der gute Sandslash, mein gutes Sandama, levelt unglaublich schnell hoch. Kadabra nicht so sehr, dafür ist Kadabra fucking stark. Das Level 33 hat schon 40, macht schon 40 Schaden. Alter, das ist ein Pokémon, das mich stolz macht. Und Macholo haben wir noch gar nicht gefangen. Gib mir das Macholo, bitte. Yes. Ich besitze jetzt ein Macholo. Cool. So. Und letztes Pokémon von der Route. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen in den 1000 Tokens. 500! Und hier drüben? Dungeon. Wie Dungeon? Leck mich. Dann haben wir hier Mount Moon waren wir schon. Okay. Pokémon Tower 750. Ich kann mir das alles nicht leisten. Ey, ich kann es mir nicht leisten, in die Dungeons zu gehen, Leute. Es tut mir leid, ich kann es mir nicht leisten. Apropos, ich kann es mir nicht leisten. Experience Upgrade. Das ist Schwachsinn, sollte ich nicht mehr machen. Kann ich meinen... Yeah! Geldmultiplikator! Wundervoll. Jetzt bekommen wir wieder mehr Geld. Ich kann da unten noch ein paar Upgrades machen, welche allesamt relativ irrelevant sind, weil das Spiel sowieso unglaublich einfach ist. Fucking Kadabra! Level 37 und schon das Stärkste aus meinem Team. Du machst mich stolz. Was wurde eigentlich aus, Plutexo, okay. Scheint nicht übermäßig stark zu sein. Aber Abra ist halt auch Level 40 und 42 Angriff. Das ist auch noch so fucking stark. So, wie hoch sind eigentlich die anderen vom Level her? Okay, Macholo ist noch nicht so hoch. Oh, hier gibt's ein fucking Relaxo. Yes! Nee, X klickt auch. Wir haben Snorlax gefangen. Oh, und ich habe ein neues Item. Was bringt das? 50% mehr Geld von wilden Pokémon. Alter, gib mir das Geld, damit kann ich mir da mehr Upgrades kaufen. 50% mehr. Verdammte Scheiße. Das ist eine Menge, liebe Leute. Ist euch das bewusst? Ey, ich hoffe, das ist euch bewusst. Mir fällt auch gerade auf, die Fangrate um 10% zu erhöhen, ist nicht die verkehrteste Sache. Hey, wir haben Venonat gefangen.
Farfetch'd fehlt auch noch. Jetzt ist natürlich die Frage, will ich alle 150 Pokémon erfangen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich habe das Gefühl, dafür muss ich auch in die Dungeons und... Ja. Catch-Time-Upgrade. Kann ich nicht auch... Pokéball-Upgrade. 5% höhere Chance, die Pokémon zu fangen. Shit. Das Problem ist, ich hätte gerne eine höhere Chance, weil... Das Problem ist aktuell, dass meine Chance so bedingt gut ist, die Pokémon zu fangen. Und ich denke, das ist die Sache, auf die ich am meisten upgraden sollte. Einfach höhere Quote Pokémon zu fangen, weil vor allem, wenn ich in die Dungeons reingehe, ich will da nicht zweimal reingehen müssen. Ich will mir da direkt dann, dass eine Pokémon, für ich hier bin, den Boss will ich mir direkt dann fangen können. Und dafür brauche ich eine hohe Fangrate. Pokéball Upgrade. Bam. So, wie hoch wäre meine Fangquote von einem Oddish? 79% zum Beispiel. Das ist okay. So, was haben wir hier, Route? Mount Moon waren wir schon. Habe ich einen Pipi gefangen? Ich glaube, ich habe keins, oder? Doch, ich habe eins. Habe ich auch das Pikachu mitgenommen eigentlich? Pikachu, wo bist du? Ich sehe keins. Fuck. Das heißt, wir müssen den Viridian Forest wieder aufsuchen. Denn, ich habe gehört, hier gibt es noch irgendwo ein Pikachu. Einmal reicht ich nicht ein Item, das meine Luck Intense. Ja, mir fehlt man mehr Geld für eine kurze Zeit. So, wir gehen hier einfach durch und wir suchen nach Pika 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 Man. Pidgey! Pidgey! Weedle! Wo ist Pikachu? Fuck, Schatzruhe. Nehme ich mit. Ernsthaft, wo ist Pikachu? Ah, fuck. Geh weg, Pidgey. Da ist es. Komm schon, Pikachu. Hab ich's? Hab ich's gefangen? Nach Level sortieren. Fuck. Viridian Forest, da bin ich wieder. Ich habe gehört, du hast mich vermisst. Ich brauche das Pikachu. Ist wichtig für mich, da ist es. Ich hab's wieder nicht gefangen, oder? Okay. Langsam. Langsam bin ich ein wenig genervt davon, wenn ich das mal so sagen darf. Habe ich kein Pikachu gefangen? Oh, nochmal. Versuchen wir es nochmal, da ist es wieder. Catchrate 35%. Ich hab's wieder nicht gefangen, oder? Geh weg, Weedle. Wenigstens bekomme ich hier ein paar Items. Problem ist nur, dass ich trotzdem fucking viel. Da ist Pikachu. Fucking viele Tokens. Ey, ich schaff's nicht, das Fuckviech zu fangen, oder was? Okay. Okay, gut. Gehen wir hier hin. Hier waren wir schon. Fuck. Arena. Klären wir dich doch nochmal, hm? Wie wär's denn mit Erika? Wie wär's, wenn wir das nochmal, oder vier Augen klären, quasi, verstehst du? Warum bekomme ich dieses fucking Pikachu nicht? Und verdammte Scheiße. Gott. Amoroso war der Name. Du bist fucking stark, mein gutes Oma-Star. Oh fuck, das wird knapp. Oh, das wird so fucking knapp. Ja, wird's nicht. Das wird nicht wirklich knapp. Ja, fuck, alles wird wieder blau. Es tut mir leid. So. Hey, $1500. Pokémon bis Level 50. Und ich bekomme 10% mehr Geld. Bullshit, wenn ich das schaffe. Yay. So, 50% mehr Geld. Und dann, wenn ich das mache, dann bekomme ich auch doppelt so viel Geld. Okay. So, pass mal auf. Wir gehen. Wo gehen wir denn hin? Gehen wir da hin. Machen wir schon alles gut. Gehen wir hier hin. Und ich würde gerne doppelt so viel Geld bekommen, okay? Ist das ein Deal? Ist ja was, weil wir dabei sind, gönnen wir uns doch doppelt so viel Damage. So, das heißt, jetzt bin ich hier im Geldfarmen quasi. Funktioniert das halbwegs gut? Wie viel bekomme ich pro Pokémon? 500! Okay, $500. Ne, das ist eine Menge an Geld, mit der ich durchaus etwas anfangen kann. Kann ich eigentlich auch mehrere Pokémon immer fangen? Falls ja, dann... Nee, ich kann die nur einmal fangen, oder? Weiß ja, wer der Pokéball. Venomoth, okay. Achso, ja, mein Blutzucker hat sich weiterentwickelt.
Falls ich mehrere Pokémon fangen könnte, dann wäre das ziemlich OP. Also das Pokémon-Upgrade und so. Weil da müsste man eigentlich nur immer versuchen, mehr zu fangen. Ich glaube, das geht nicht. Ich habe aber auch so schon eine ganz gute Truppe bei mir. Und das, wenn man bedenkt, dass das Maximum an Pokémon, die man bei sich haben kann, 6 Stück ist. Skandalös, könnte man fast sagen. Ja, die das Sound ist fast abgelaufen. So, 8600 Dollar haben wir. Das ist okay, das ist okay. Das ist auf jeden Fall ein nettes Taschengeld, womit man ein wenig was anfangen kann. 9200, okay, ich bekomme ja echt nicht so viel, kann das sein? 9500, ich will 10.000, damit ich mein scheiß Pokéball-Upgrade habe. Was bringt das denn? 5% Bonus an Pokémänner fangen. Oh, das nächste kostet dann 25.000. Wisst ihr was? Das ist okay. Das ist absolut okay. Das ist absolut okay. Oh, 35% mehr Geld wert, auch super. Gehen wir mal hier hin. Den haben wir schon besiegt, genau. So, Snorlax, warum kann ich da nicht weiter? Da waren wir auch schon. Route 24. Ist immer noch ein bisschen zu viel für mich. Eigentlich irgendwas, womit ich mehr Tokens bekomme. Nicht wirklich, oder? 616 Tokens haben wir. Wo können wir denn als nächstes noch hin? Dungeon? Da geht das irgendwie. Ach, natürlich geht das nicht! Das ist der letzte Dungeon! Da finden wir Mewtwo drin. Natürlich kann ich da noch nicht rein. Rock Tunnel. Okay, versuchen wir das. Versuchen wir den felsigen Felstunnel! Oh fuck, hier auf den Pokéball. Oh nein. Oh Mann, jetzt habe ich Zeit verschwendet. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schatzruhe, danke schön. Und wir haben ein wundervolles Zubat gefangen. So, wir müssen nur noch. Wer ist denn der Dungeon-Boss hier in der Höhle? Parasek vielleicht oder so? Onyx! Ich will das Onyx. Komm schon, bitte. Ich will das so sehr. Komm schon. 40%? Ich glaube, wir haben keins gefangen. Ich glaube, wir haben Most Recent. Ja, wir... Hey, ich habe einen Glurak. Wir haben Pikachu bisher noch nicht fangen können. Und Onyx habe ich auch nicht gefangen. Ich will... Weil, wisst ihr was? Ich versuch's nochmal. Ich will jetzt dieses fucking Pikachu. Ich meine, wie hoch muss ich meine Catchrate eigentlich noch erhöhen, damit ich hier endlich mal mein Fuckviech fangen kann? Kann doch nicht so schwer sein. Vor allem die... Ich one-hitte hier alles. Geht weg. Ich suche Pikachu. Da. Ich hab's wieder nicht. Okay, nochmal. Wenn es dann immer noch nicht gefangen wird, dann behaupte ich einfach, dass es nicht geht. Weil 35%ige Chance habe ich und so oft nicht klappt, das ist halt ich doch mal für unwahrscheinlich. Und jetzt bekomme ich's! Natürlich! Beim letzten Versuch, den ich machen würde, natürlich bekomme ich's dann! Diglett's Cave? Dickdown, so eine Scheiße haben wir ja schon, oder? Dickdown, so eine Scheiße. Wir haben keinen Dickdown und so eine Scheiße. So, die haben wir schon herausgefordert, aber ich kann nicht weiter. Oh, Route 7 haben wir noch gar nicht gemacht. Oh. Alter. Okay, ich bekomme eine Menge neu. Was ist das? Klicks machen 25% mehr Damage. Das ist nett und alles, aber tatsächlich habe ich mehr Interesse daran, die Pokémänner zu fangen. Wenn ich mal ehrlich sein soll. Und wir haben endlich das fucking Pikachu. Das macht mich relativ glücklich. Allerdings habe ich noch das dezente Problem, dass ich noch an mehr Dungeon Tokens kommen muss und ich nicht wirklich weiß, wie ich das machen soll. Mir fehlen noch einige. Bellsprout. Kann ich das fangen? Wir haben ein Bellsprout gefangen. So, Liste der Pokémon, die uns noch fehlen. Uns fehlt auf jeden Fall ein fucking Dickter noch, aus irgendwelchen Gründen. Dann Onyx fehlt uns noch. Uns fehlt eigentlich noch alles aus den Dungeons. Ist nicht gut. Diglett's Cave. Okay. Versuchen wir es wieder. So. Bam. Gegen dich will ich noch. Natürlich. Und da sind meine Dungeon Tokens wieder weg. Der erste Pokémon, auf das ich treffe, ist natürlich der Dungeon Boss. Und ich hatte nicht mal die Chance, nochmal einen Dickter zu fangen. Denn ist ja nicht so, dass es komplett reichen würde, einfach nur einen Dickter zu fangen.
Wo muss ich jetzt eigentlich als nächstes hin? Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Pallertown? Nee. Ich hab doch alles. Da fehlt mir... Achso, dann wäre ich wahrscheinlich Route... Was ich? Echt schon Route 24? Das scheint mir ein bisschen ziemlich hart zu sein hier. Na gut, machen wir X-Attack. Kein Problem mit. Versuchen wir es eben damit. Versuchen wir es eben damit. So, und hier hätte ich ehrlich gesagt lieber mehr Geld. Dankeschön. Ist Route 24 echt schon, wo ich hin muss? Was ist dann eigentlich Route 25? Ach, das ist die Nugget-Brücke hier, oder? Wir sind auf der Nugget-Brücke. Vermute ich. Das ist, ist das interessant? Ich weiß es nicht. Hey, und mein Bellsprout hat sich in Victory Bell-Dingens entwickelt. Das ist relativ cool. Ich bin immer ein großer Fan von Weiterentwicklungen. Ich bin hier doch... Bin ich hier echt richtig? Oh, ich bekomme hier fucking viele Dungeon-Tokens. Seht ihr das? Ich habe schon wieder 386 Dungeon-Tokens. Oh, yes. Warte mal, 300... Das bedeutet, wir werden jetzt nochmal... Bam, auf den Ball. Okay, Diglett's Cave. Versuchen wir es nochmal. Dicta, komm schon! Ah, ich will einen Dicta! Ich brauche einen Dicta! Ich brauche einen Dicta! Komm schon! Ja, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber das war keine 50-prozentige Fangquote. Das war kompletter Bullshit. Oh, es ist echt schwer, die Fangviecher hier zu fangen. Ich glaube, ich sollte mich echt glücklich schätzen, dass ich das eine, nicht Anorith, sondern... Gott, wie heißt das dann? Vorentwicklung von Amoroso. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe echt den Namen vergessen. Mushas. Nee, nicht Mushas. Fuck! Oh, wir haben beide gefangen. Wir haben beide gefangen. Yes! Entschuldigung. Oh, das Pokémon, das ich meine, ist... Was? Fußballspieler namens Amoroso. Ammonitas. Ammonitas, Mann. Es gibt einen Fußballspieler dafür. Ja, gut. Ich will jetzt nicht hier, um mich über die Namen anderer Leute lustig zu machen. Also versteht mich hier nicht falsch. Der Typ heißt Amoroso. Oh, den würde ich gerne mal gegen einen Kabuto tauschen, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, ich würde sagen, wisst ihr was, die Route 24 machen wir noch und dann sehen wir, wie es ganz im nächsten Part weitergeht. Ja, die Route 24, es wäre eine Frechheit, wenn ich euch dieses Entertainment-Feuerwerk, wenn ich euch das nicht gönnen würde. Hm, dieses Feuerwerk. Oh, man sitzt da und denkt sich, oh shit, das ist fucking unterhaltsam. Ich wusste doch, dass es sinnvoll war, meinen Fernseher aus dem Fenster zu werfen und mich nur noch auf dieses YouTube zu verlassen. Jetzt sehe ich einen Typen, der auf ein Pokémon klickt. Oh, dafür bin ich hier. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Du Dummbatz. Ich meine natürlich, gute Entscheidung, gute Entscheidung. Wisst ihr, was bei dem Spiel auch eine relativ coole Sache wäre, wenn es mir einen Trainer geben würde? Mhm. So, Blutzug, willst du bitte down gehen? Dankeschön. Datei ist zwar Nummer 9. Oder es kommt jetzt Nummer 9. Wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Wir sollten Route 24 jetzt dann beendet haben. Und das bedeutet, wir können uns zur nächsten Route begeben, wenn die überhaupt richtig ist. Das hoffe ich einfach mal. Fangi Blutzug, stirb! Yes, Route 25. Ah gut, liebe Leute, ich würde sagen, was wir in Route 25 alles für Abenteuer erleben werden... Sehen wir dann im nächsten Part. Route 25 ist da, wo Bills Haus ist, müsste es sein. Ja, ich hoffe einfach mal, dass ich dann weitergehen kann, wenn ich da war. Gut, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.